zusammen, guten Morgen und willkommen zurück hier auf der Hopfer im LS19 Hopfer Nostalgie Projekt. Und ja, ich bin schon wieder dabei und habe die zweite Fuhre Hackschnitzel für die Fischräucherei hier im Gepäck. So, der Intercooler muss entladen werden. Das ist der Strohsammler. Ja, da werden wir uns gleich drum kümmern. Aber erstmal fahren wir schnell die zweite Fuhre Hackschnitzel rüber, da in die Räucherei. Entschuldigung, dann ist die nämlich erstmal, was Hackschnitzel angeht, voll. Und wir müssen uns da erstmal, denke ich mal, nicht drum kümmern weiter. So. Hackschnitzel abladen. So, wo ist der hier? Guck, jetzt machen wir hier nämlich entlassen und sagen hier lade ab. Genau, das ist der Verkäufer von den Hackschnitzeln. Wir müssen mal gucken, wie viel wir jetzt noch im Lager haben. Ob wir da vielleicht jetzt erstmal mit dem Verkauf Schluss machen. Damit wir einfach noch so ein bisschen was auf Lager haben. Nö, wir machen noch nicht Schluss. Da ist noch genug da. So. Wir machen jetzt den Radlader. Den Radlader. Werden uns das Fass einmal schnappen. Auch wenn da jetzt Biodiesel drin ist, das werden wir einmal verkaufen fahren. Und dann werden wir uns nämlich ein bisschen anfangen, um die Fischzucht zu kümmern. So, gut, wir haben 1000 Liter, das bringt irgendwie 1.000–2.000 Euronen. So, wir haben ja, wir müssen mal gucken, wo wir für den Biodiesel mehr Geld bekommen. Aber wir können eigentlich nur zu Raiffeisen unter Schäffach fahren. Ja gut, da ist auch der beste Preis. Ja, passt doch. Raiffeisen unter Schäffach fahren, loslegen. Wo ist denn unser... Oh, der ist auch schon gut vorangekommen. Aber wir können ja mal gucken, ist das hier bei Big Bags? Ich habe keine Ahnung. Nee, da nicht. Palettenstoffgestell Fischfutter. 500 Liter für 50 Euro. Können wir ja mal gucken, dass wir das auf den, na, mit einem normalen Anhänger wäre es eigentlich einfacher, glaube ich. So, ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Ach, der quält sich hier wieder den Berg hoch. So, er ist da. Der 2-4 hat das Ende der Route erreicht. Aber du hast irgendwie nicht wirklich den Anfang gemacht, Herr Kollege. Deswegen sage ich dir jetzt einfach nochmal, beginn am ersten Wegpunkt und mach mal. Den Rand mitmachen. Ja, so ist es gut. So machst du das gut. Der Dominator muss entladen werden. Dann müsste doch der eigentlich zum Drescher fahren. Warten auf Drescher. Na komm, weißt du was? Dann machen wir das halt auch schnell selbst.
Ja, der ist auch fertig, so wie es aussieht. Ja, geht doch. Also wir könnten auch das Fischfutter mit dem Anhänger dann holen. Dass wir mit dem kurz zum Shop hochfahren und der kleine Fendt mit dem Plattformanhänger nimmt dann wirklich Salatsetzlinge mit. Das wäre, glaube ich, die bessere Variante. Aber lass uns mal gucken, ob der noch Wegstrecke hat. Ne, er sagt, er ist fertig. Ha. Gut, dann entlassen den Kurs weg. Bevor wir machen es, schicken wir den einmal. Abladen, Hofsilo, los geht's. Und wir fahren rüber auf die 38. Ach, guck mal, da ist unser kleiner Lader. Dreschen, Feld 8, ne, Düngen, Dreschen 36, 39, 38 haben wir noch gar nicht. Okay. Wir haben nur Düngen, Feld 38. So, hier machen wir dann aber auf jeden Fall wieder Strohablage an. Ist nicht möglich, ja, weil du noch denkst, du hast Raps. So, jetzt heißt der Hafer. So, ja. Feld 38. Ein Vorgewende, scharf. 5 Meter beginnen auf Vorgewende. Speicher. Ups, falsche Taste. Dreschen, 38, 5 Meter. Dankeschön. Und ich bin am ersten Wegpunkt. Ja, das ist hier unser Kollege im B-Truck. Ja. Ihr steht euch hier wieder im Weg. Gut, ja, warte mal, ich bin hier mal entlassen, da suchen wir gleich mal den Punkt, wo du weitermachen willst. Genau hier. Wir müssen aber gleich mal gucken, wie viel Stroh wir eigentlich im Lager haben. Das dürfte langsam, aber sicher auch eng werden vom Platz, glaube ich. Ah ne, 305. Passt noch. So, ja, du fährst hier. Du hast abgekippt, dann zum Händler, bitte. Aber mit Express. Tempo. Der macht hier, der kämpft hier immer noch. So, also, dann lass uns mal schnell hier ein bisschen mit dem Radlader selbst fahren. Einmal schnell Reifeisen rein und abladen.
verkaufen, gucken, was wir für das bisschen Diesel bekommen. Ja, die sind knapp über 1000 Euro pro 1000, und da wir 1000 haben, sind es knapp über 1000 Euro. Ja, die Rechnung ist jetzt nicht allzu schwer. Aber andererseits sind es wieder 1000 Euro. Und dann musst du zum Wasser. Wir haben ja eigentlich in der Nähe von der Fischfarm auch einen Wasserpunkt. Aber trotzdem fährst du mal Richtung Wasserstelle. Müssen ihn dann nur rechtzeitig abfangen. Beziehungsweise wir könnten ihn zu Feld 39 fahren lassen. So, Biodiesel. Ja, 1400 Euro. Feld 39. Aber jetzt lass uns doch mal ganz kurz was Doofes gucken. Was bringt uns denn Raps? Ja, Raps bringt uns ein bisschen weniger. Also macht es Sinn, Biodiesel zu produzieren. So, du hast hier jetzt irgendwie das fertig gebracht oder noch nicht ganz? Ja, doch, sieht gut aus. Ja gut, jetzt hier die Flächen, die wir neu gepflügt haben, auf der 36, die tut er da klar jetzt alles noch zu kalken ansetzen. Ja, ist halt so und können wir jetzt nicht ändern. Aber wir müssen trotzdem, auch wenn wir die 36 nicht pflügen müssen, müssen wir sie pflügen. Weil wir keine Direktsaat haben, also bleibt uns da gar nichts anderes übrig. Aber auch das kriegen wir hin. So, Kursgenerierung. Feld 36 Nutzer, genau, das ist nämlich das, was wir hier gemacht haben. Vorgewende scharf. 6 Meter, generiere den Kurs. Das sieht sehr gut aus. Dann wäre das hier Pflügen Feld 36 mit 6 Metern. Ja, und dann auch hier viel Spaß und mach mal. So, der Drescher, gut, der ist erst mit 28% voll. Aber guck mal, er ist angekommen. Das heißt, Salatsetzlinge. Ganz, ganz viele. Ja, mal gucken. Ja, es sind eine Menge geworden. So, der Intercooler. Okay, dann können wir ganz schnell gehen. Entlassen und hier losfahren. So, ja. Habe ich die Power nicht mehr? Doch, wieso kriege ich die Palette nicht gegriffen? Hä? Hallo? Hilfe! Gut, dann machen wir einmal die Superkraft aus.
Irgendwas passt da nicht. Mal gucken, kann ich die Säcke? Objekt löschen, was soll das heißen? Jürgen, da fehlt es eine Palette. Irgendwas ist hier gerade. Na okay, gut, dann laden wir die jetzt nicht auf. Auch kein Problem. So, ja, du machst hier irgendwas. Er hat den Stroh, er fährt wieder nicht automatisch weiter. Das kennen wir ja auch schon inzwischen. Ach ja, du bist hier angekommen. Wir müssen mal gucken. Irgendwo da drüben ist ja die Fischgeschichte und da war auch ein Wasserpunkt. Und da werden wir jetzt einfach mal hinfahren. Ich hoffe nur, irgendwo war hier auch ein Brückchen, das weiß ich. Wenn wir zumindest noch mal ein bisschen Wasser schon mal hingebracht haben, dann fehlt uns nachher nur das Fischfutter. Das kriegen wir dann, denke ich mal, in der morgigen Folge hin. Und dann sollte die Fischproduktion anlaufen. Genau. So, hier ist der Wasserpunkt, hier nach dem Brückchen. Wasser einmal voll machen bitte. Da geht der rucki zucki hier mit dem Fass. Müssen wir mal für die Zukunft vielleicht noch einen Autodrive-Kurs anlegen für das ganze Ding hier. Wir gucken mal, wir tun jetzt einfach mal eine Fuhre Wasser abladen. Ja, der Dominator sollte aufgetankt werden. Das können wir auch machen, nachdem wir mit der ersten Runde, mit der Dresch-Aktion fertig sind. Ist das hier Wasser? Nein, Wasser war doch hier, genau, guck mal. Das sieht doch nach Wasser aus. Ja, hier, überladen starten, perfekt. Ja, Wasser läuft rein. Hier dann vermutlich auch auf dem Bildschirm. Ja. Wie viel Wasser geht denn hier rein? Fischzucht. 500.000 Liter. Ja klar. So, aber liebe Leute, ich würde sagen, ja, guck mal, der ist genau hier angekommen. Damit sind wir dann erstmal durch für heute. Morgen geht es selbstverständlich wieder weiter hier mit einer neuen Folge von der Hopfach. Bis dahin, liebe Leute, macht es gut und tschüss.